Am runden Tisch. Ihr habt euch für die Sache anwerben lassen. Ich werde kämpfen. Meine Armee ist auf dem Weg zu euch. Diejenigen, die unterdrückt sind, werden sich erheben. Habt ihr den Mut, mir auf dem Schlachtfeld entgegenzutreten? Auf das Ende einer Ära ziehen wir in den Krieg. Die Dummheit ist meist der Bosheit, Bruder. Heute gehen wir einer freien Zukunft entgegen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Euer Xander ist wieder back am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar zur vierten Runde des Mod-KI-Turniers Rebalance, mit der Rebalance. Das ist schon krass, oder? Vier Runden sind durch. Ist jetzt die vierte Runde. Ich meine, drei Runden sind durch, das ist die vierte Runde. Und ja, diesmal bin ich alleine da. Zu den KIs, wir haben hier Aria und der Geier. Übrigens, beide Bilder, irre witzig, Fun Fact. Das Bild vom Aria kommt aus dem Film Macbeth. Ich habe ihn auch schon gesehen von 2015. Ein sehr interessanter Film, hatte ich in der Schule gesehen. Da ging so um Englisch, damit wir sozusagen Englisch da lernen, weil die Sprache ist doch sehr hart und sehr schwer. Auf jeden Fall sehr interessanter Film, ist mir bis heute hängen geblieben, sehr emotional. Aber auch sehr irgendwie auch verrückt am Ende. Und das zweite Bild ist von Tomb Raider, vom Film, der neueste. Da gibt es auch ein Spiel von, das gab es aber vorher. Aber der Film baut sozusagen auf dieses Spiel halt auf. Ein neuer Tomb Raider-Film, kann das Spiel und den Film beide empfehlen. Obwohl ich muss zugeben, das Spiel noch deutlich intensiver geht es auf der PS4 zu spielen. Ich glaube, PC sogar auch. Ist beides sehr cool. Fand ich einfach ganz witzig sozusagen. Das Bild sehe ich, meine, die Person kenne ich doch. Einfach Charakteren aus dem Film Tomb Raider. Ja, Dominance ist die Map von Prince Pilaf. Ich bin sehr gespannt. Und ja, der Geier spielt links, Aria rechts. Zu den Punkte. Ja, der Geier hat 14 Punkte, andersrum. Beide haben einen Punkt. Der Aria steht auf Platz 13 wegen Buchholz und der Geier steht auf Platz 14. Ich bin sehr gespannt, was hier passieren wird. Und ich für eine Sache noch erwähnen, und zwar die Modder. Und zwar die Aria ist von Elio Anne. Der Geier ist von Holy/Maxi. Denn mir ist nochmal wichtig, dass die Modder ein bisschen mehr hervorgehoben werden. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass die so ein bisschen vernachlässigt wurden. Aber das sind ja die Leute, um die es im Prinzip geht. Das sind ja deren KI so, ne? Und das war mir nochmal extrem wichtig zu erwähnen. Ich habe keine Ahnung, wer das hier machen wird. Null Ahnung. Also beide, würde ich sagen, es können beides machen. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein. Der Xander labert immer so viel. Let's go. So, Overlay ist an. Das machen wir aus. Und hier ist Mr. Geier. Hello. Geier, eine sehr... early als auch Tank. Irgendwie ja schon. Nicht krasser Tank, aber schon irgendwie tanky. Aria habe ich gerade irgendwie nicht so richtig was vor Augen. Entweder wurde die relativ schnell kaputt gemacht, hat hier direkt eine Schenke, ist auch interessanter Start, aber halt auch super teuer. Muss man halt gucken, ob man wirklich dieses hohe Investment auch eingeht. Hat ja schon ein paar Eisenminen sind da, Steinbruch ist jetzt auch da, noch kein arabischer Marktplatz. Ich glaube, beide sind extrem Raid-anfällig. Wenn sowas wie Blutrade kommt, dann sagen einfach beide Ciao Kakao im Prinzip. Denn das ist schon echt hart, komplett ohne irgendwelche arabischen Außenposten oder generell ohne Außenposten anzufangen. Jetzt kommt er. Ja, hat auch Sortie Assassin und ich glaube auch sonst, das war's, soweit ich weiß. Meines anderen sind Sortie Mönche, die sie nicht ausbilden kann. Und ja, der Geier. Weisen vielleicht am Aufbauen. Ich bin sehr gespannt, was hier passieren wird. Steinbruch ist auch gesetzt. Die ersten Lieferungen kommen rein. Mal hier ein bisschen minimal schneller. Und dann trotzdem ganz kurz auf die IC eingehen von der Aria. Was haben wir hier? Geht nur auf Apfelfarm. Interessant.
oder maximal 11, 8 Iron Mines, also schon viele Eisen, wie krass, 3 Steinbrüche und 10 Holzfäller. Stark, stark, stark. Und als Hortis, da war ich mir nicht ganz sicher, genau, setzt Piken, okay, nee, Assassinen ein, genau, das andere sind Mönche, die sie nicht ausbilden kann, soweit ich weiß. Okay, oder sie kann sie doch ausbilden, weiß ich nicht. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie sie aufgebaut war. Und nicht hundertprozentig. Und Guy habe ich ja damals schon was zugesagt, ich hatte ihn ja schon mal gecastet gehabt. War auf jeden Fall auch interessant, es war glaube ich damals gegen, war es gegen Lord Stoughton? Boah, mein Gott, so viele Matches schon gecastet, ich bin mir gerade nicht sicher. Hatte schon eine relativ starke Eco, aber wie wir sehen, es passiert einfach lange Zeit gar nichts. Also keine Raid-Aktivitäten, wirklich nur simpler Aufbau. Das ist auch für einige Leute nicht ganz so spannend, dieses komplette Early Game, das fällt mir auch auf. Es gibt sowohl das Interessante mit Late Game, wo du halt tausende von Truppen hast und einfach alles reinprügelst. Als natürlich auch den Early Game. Ich persönlich finde beides ganz angenehm, eine Mischung. Kann aber auch Leute verstehen, die sagen, boah, nee, ey, fand das Late Game doch eigentlich ganz geil, wenn da so Massen von Armeen gekommen sind. Ich habe auch schon mal hier und da Diskussionen, wo einige gesagt haben, hey, ich fand das alte Turnier da in dem Bereich besser. Ist ja von jedem sich selbst überlassen, ne? Ich persönlich würde schon sagen, hier ist auf jeden Fall, hat sich jemand mehr Kopf gemacht. Man muss das Alte auf jeden Fall gelernt. Und einfach eine deutlich, das ist ja eine schärfere Auswahl der KIs gemacht. Und das gefällt mir halt richtig, richtig gut. Und aber trotzdem kann ich es irgendwo nachvollziehen, wenn jemand sagt, hey, ich liebe es halt so total Tankangriffe zu bekommen. So Massen an Truppen, das hast du hier halt nicht. Hier hast du halt so kleine Armeen. Das ist ganz witzig, aber halt nicht die Wucht, die wir damals gesehen haben. Und jetzt kommt der Angriff hier. Direkt eine Feuerballiste gebaut. Assassinen kommen hier. Es passiert aber, glaube ich, nicht viel. Es sind doch relativ viele Verteidiger schon da. Oh, die Assassinen. Holy shit. Ich hätte niemals gedacht, dass die diesen Blob hier weghauen. Irgendwie Tunnel machen jetzt nicht so viel. Vielleicht kann die Feuerballiste noch nichts machen. Schade. Ich hatte gehofft, dass sie noch irgendwas hinkriegt. Und jetzt kommen die Raids. Gegen die Zordis. Haha. Also jetzt pfiffen wir was. Jetzt kommt euch der Angriff von der Aria. Mit Piken. Sexy, sexy. Piken auch eine seltene Einheit aktuell. Ich sehe es jetzt zum ersten Mal gefühlt so richtig aktiv. Ja. Piken, Assassinen, Slinger. Nochmal Assassinen und arabische Bogenschützen. Ja, und hier meine ich ja, es hat mit Tank, mit dem Wassergraben voran. Da musst du erstmal ein bisschen was machen. Aber dafür sind halt die Wirtschaftswege vom Gaia nicht die Premiumhaftesten, hat den Angstfaktor. Ich glaube, beide haben keinen Angstfaktor. Und die Ari hat auch noch welche zum Buddeln. Ist natürlich die Einheit zum Buddeln. Aber als nächstes kommt natürlich relativ schnell schon der gute Geier. Sonst, ich muss gucken, setzt die Ari überhaupt irgendwelche Raids ein? Keine. Ah, okay, keine Raids. Weil ich weiß, setzt der Geier auf Raids. Genau, kommt hier mit immer wieder ein paar Assassinen hier an, die aber aktuell alle abgeschossen werden von der Power hier. Also auch sehr interessante KI, die einfach sagt, ich verzichte komplett auf Raids, erinnere mich so ein bisschen an Vanilla, weil die haben ja auch teilweise nicht geradet. Finde ich ganz spannend, weil das hat den Vorteil, das heißt sowohl Vor- als auch Nachteil, ich glaube sagen in diesem Turnier tendenziell eher Nachteil, aber hat halt auch den Vorteil, dass sie sich halt sehr stark auf die Haupt- auf die Armee sich fokussieren kann, auf die Power der Armee. Finde ich sehr cool, dass da jemand gesagt hat, ich verzichte komplett auf Raids. Aber ich meine so, hier, guck mal, wie leicht es dann doch zu raiden ist. Denn Raids sind eben nicht nur Angriffseinheiten, sondern auch ganz wichtig, Verteidigungseinheiten, die ja erstmal hier rumpatrouillen. So, und die können auch öfters mal Einheiten auf jeden Fall mitkriegen, bevor dann die Außenpatrouillen das natürlich übernehmen. Das ist auch so ein Grund, wenn man zum Beispiel einen hohen Raid-Count hat, dass man ihn auf diese Strategie dann halt eben geht. Waffenkammer sieht soweit auch ganz gut aus. Ah, setzt Piken zum Verkauf ein. Was? Wie cool ist das denn, bitteschön? Ich finde die Idee jetzt schon ziemlich cool. Denn Piken sind ja sehr schnell produziert. Kosten ja jetzt viel weniger in der Rebalance das Gebäude. Und finde ich sehr nice. Oh, ein Ackermatch. Beziehungsweise Feldkampf. Zwei Armeen treffen dann zu. Ich glaube, dass die
Piken, denke ich, überlegen sind. Ja, sieht so noch aus. Kommt mal welche Macemen irgendwas durch? Ja, die Piken kommen auf jeden Fall durch hier. Wie weit kommen sie? Feuer ausgelöst. Sie können jetzt buddeln. Aber werden beide Seiten werden hier gut aufgehalten. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein etwas längeres Match werden. Ich sehe, wir beide sind halt eher aufs Late Game getrimmt. Würde ich jetzt behaupten. Obwohl, ja eigentlich, das ist so die riesige Schwäche beim Geier. Und ich weiß, man soll den KI nicht so stark kritisieren, aber es ist auch ein Grund, warum er so weit unten ist. Er setzt günstige Truppen ein und die spät, tendenziell. Das ist halt so absolut bitter. Da ist irgendwas schiefgelaufen, was das angeht. Entweder eher die Truppenart oder schwerere Truppen noch zusätzlich dann später. Das fehlt hier. Und das finde ich auch so ein bisschen die Schwäche des Geiers, warum er einfach nicht so weit kommt, weil er hätte es ehrlicherweise verdient. Ich finde die Borg auch ziemlich nice. Alle Borg sind eigentlich ziemlich cool. Aber gut, bei Nebelkopf und Kreiluktus das auswerten, habe ich nichts anderes erwartet. Auch die Borg ist auch ziemlich sick. Mit 1, 2, 3, 4 Täusern, 5 Täusern sogar. Auch nice. Je mehr Wege du hast, je besser ist es. Die Wirtschaft läuft hier. Und der nächste Angriff kommt. Also ich denke, es wird sich... Was wollt ihr hier? Geht nach vorne. Oh, das ist ein schlechtes Timing für Aria. Aber ja, ich glaube, sie hat genügend Truppen. Vielleicht ist es auch ein schlechtes Timing für den guten Geier. Au, aua, aua. Oh, diese ganzen Slinger sind einfach so gut. Slinger sind einfach strong. So, kommt her, Piken. Zeigt, was ihr könnt. Naja gut, passiert auch nicht so viel. Aber ich denke, wir können da noch ein bisschen schneller stellen. Also sehr viel schneller. Ja, das kann ein bisschen dauern. Machen wir hier auf 800, wenn es möglich ist. Das geht auf jeden Fall ganz gut ab. Ich glaube, 1100 kann ich, glaube ich, noch nicht. Oh, doch, geht noch. Cool. Sehr nice. Maximum Geschwindigkeit rausgeholt. Alles andere ist nur Pseudo. Also, wenn er schneller einstellt, macht es eh keinen Unterschied aus. Cool, ne? Wir haben geben eine höhere Zahl, als was eigentlich möglich ist. Und die Raid, also die Sword, also die machen echt einen guten Job hier. Wirklich gute Qualität. Aber so langsam kommen ja auch fette Einheiten hier an. Also fette Einheitentruppen. Aber ich glaube noch, da passiert nicht so viel. Guck mal an, das werden zerschellen ja alle an der Verteidigung hier. Das kann noch etwas dauern. Und als nächstes kommt dann der Blaue. Ich glaube, dass ich vermute, dass die Aria einen kleinen Vorteil jetzt hat aufgrund der Piken. Obwohl der gute Mann hier der Geier-Burgram einsetzt. Sneaky einfach. So, zack, zack. Ja, man merkt halt schon. Guck dir mal die Tanks halt an. Die Borg ist halt super strong. Und Angriff vom Geier. Wow, was hier los? Das könnte schon der Kill sein. Lordi? Lordi? Das war's! Was? Ha, geil! Die Leitern haben es geregelt. Und ich war mir so safe, dass jetzt Aria mit den Piken auf Dauer gewinnen wird, weil die Piken einfach stärker sind. Natürlich sind Kolbis gut jetzt. Aber kein Vergleich zu Piken. Tja, Leute. Da hat sich Gaxander auf jeden Fall total verschätzt. Nice. Also GG für den Geier. Verdient. 1:0 für ihn. Sonst war die Statistik relativ ausgeglichen. Aber das hat man im Spiel auch gesehen. Es gab keine großen Verschiebungen oder großen Änderungen. Wo man sagen kann, krass.
Klar, der Geier hat hier vielleicht ein bisschen mehr Steuern gemacht, aber vom Geldtechnischen her ist das jetzt auch nicht so viel mehr. Er hat ja auch geradet, muss man sich vorstellen. Die Aria hat ja keine Raids. Oh, ich bin gerade übelst krass, wenn ich das sagen darf, geflasht. Und deswegen sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match. Ich bin jetzt noch mehr hyped mit der guten Aria auf links und den Geier auf rechts. Jetzt, dass die Prio-Map von der guten Aria. Vielleicht wird es ein 1-1. Es wäre so geil, wenn es ein 1-1 wäre. Also, ich würde es cool finden, oder? Ich mag 1-1. Dann ist es halt mega spannend. Und deswegen starten wir direkt rein. Ach, Tena, komm, wir kennen den Aufbau jetzt ja schon. Das ist jetzt hier am Anfang immer ein bisschen hier langweilig. Im Prinzip, es passiert halt legit gar nichts, weil die sich einfach komplett aufbauen. Dann kommen wir mal hier richtig Volltempo. Und ja, ich finde immer mehr heraus, wenn ich die Statistik angucke, irgendwie haben die Leute keinen Bock, diesen Aufbau zu sehen. Weil man ihn halt einfach schon kennt. Gleich wieder die gleiche Burg im Prinzip. Es wird erst interessant, wenn der gute Mann hier Raids rausschickt. Und dann bin ich irgendwie gespannt, was hier passiert. Ob jetzt hier Klageteil die beste Wahl ist für Aria, kann ich nicht einschätzen. Also, vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Denn, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, sie kann die Eisenmechanik vielleicht doch schon ein bisschen ausspielen. Steinbrüche vielleicht auch, also, was ist nicht sein scheiß Ernst? Hat er sich einfach hier hingesetzt? Und jetzt kommen mir die ersten Raids hier, die Assassinen, das ist ja das, was weh tut. Drip. Und, ja. Die Assassinen haben jetzt schon so viel Work gemacht, wie gefühlt nichts anderes. Krass. Alter, wie krass die Assassinen hier doch durch sind. So, aber die Aria, Bastiff greift sogar zuerst an. What? Okay. Interessant. Angriff vom, was haben wir hier? Vom Geier. Mir ist aufgefallen, die Aria hat ein riesiges Problem. Das tut mir irgendwie ein bisschen leid. Ich erkläre es gleich, was ich meine. Und das ist einfach eine extrem wichtige Mechanik, die man verstehen muss. Und zwar, überlegt einfach mal, wie kriegt man eine KI entspannt down? Also, was brauchst du dafür, um eine KI komplett zu töten? Welche Kombination? Und in meiner Caster-Erfahrung ist es so, dass die stärkste Kombination einfach ist, holy shit, diese Assassinen sind so krass, ey. Oh mein Gott, die sind so krass. Es tut so weh, mit anzusehen. Vielleicht wird's doch ein. Ah. Ja, war ich gerade? Genau. Dadurch, dass sie halt keine Raids hat, hat sie einen ganz entscheidenden Vorteil, nämlich nicht. Alle KIs, die Raids haben, greifen an und gleichzeitig raiden sie. Und das ist der entscheidende Knackpunkt bei KIs. Du kriegst sie vielleicht nicht komplett down. Das nicht. Aber du schwächst sie massivs. Und ich meine wortwörtlich massiv. Und da wieder rauszukommen, ist teilweise gar nicht mal so einfach. Na los, holt euch. Ah, nicht ganz geschafft hier. Aber ich denke, es reicht noch. Ciao, Turm. Oh, wow. Oh, wow. Das Ding wurde eingenommen. Witzig. Das ist schon echt krass. Und das fehlt halt der Aria. Diese Kombination aus Raid und Angriff. Ich weiß, hier bewusst ist seine Entscheidung. Weiß ich. Aber für dieses Setup mit so wenig Startgold halt ein Problem. Ich sag, ist eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie weit, also nicht so hoch landen wird. Glaube ich nicht. So hart es klingt. Trotzdem für Design schon natürlich mega cool, dass man sagt, ich habe keine Raids. Aber nutzt den Vanilla. Habt ihr mehr Gold, da spielen die Raids keine Rolle.
Hier sind Raids so schmerzhaft. Guck euch das an. Die Angriffe sind jetzt schon so hart. Vom Geier. Guck mal, was alles weggeradet worden ist. Und auch keine Außenverteidiger, so wie ich das gesehen habe. Ah, jetzt hier nochmal angucken. Da irre ich mich ja. Kann gut sein, dass ich mich irre. So, kurz Aria aufschlagen. Hat sie Außenpatrouillen? Sag bitte ja. Ich befürchte es nicht. Warum finde ich es gerade nicht? Doch eine. 5. Ja, das ist das Problem. Da ist sie. Eine einzige. Und es tut im Herzen einfach weh. Ah. Deswegen knickt die KI auch so schnell ein. Jetzt hat der Geier die volle Dominanz. Es ist noch schlimmer wie jetzt auf Dominanz. Kommt nicht raus. Ihr kriegt keine Einheit, keine Ressourcen mehr rein. Au. Wie gesagt, ich will hier niemanden angreifen und niemanden nerven oder so, ne? Es soll ja alles soll wirklich lieb gemeint sein von mir aus. Einfach nur, um nochmal Leute darauf hinzuweisen. Alle keine Experten. Ich selber auch nicht. Auch noch viele Fehler. Aber ja, ich kann auf jeden Fall darauf hinweisen, wo mir was auffällt. Versuche ich zumindest. Um dann die Leute darauf hinzuweisen, hey, okay, das war vielleicht nicht die klugste seine Entscheidung. Holy shit. Aber Ballista hat sie, das ist schon mal gut. Sehr nice. Es reicht halt nicht. Kurz was, es reicht nicht, um die Außenverteidigung zu schützen. Es reicht nicht und das tut halt so hart weh. Tut mir etwas leid für Aria. Abgesehen davon, geile KI. Wie jeder andere auch. Wie stark sie in Team ist, weiß ich nicht. Okay, weiter Angriff hier vom Geier. Also die Aria kommt nicht mehr raus. Die kommt nicht aus dem Knick raus. Jetzt schon lange angreifen müssen, zwangsweise, um irgendwas zu aktiv zu tun. Es tut echt weh zuzusehen. Es tut mir echt weh. Vielleicht muss der sein auch nochmal die Map umstellen. Würde ich vielleicht sogar empfehlen. Keine Ahnung, ich kenne mich mit den Maps halt nicht aus, legit. Also ich habe ja keine KI hierfür gebaut. Ich habe eine KI einfach im Rebalance gebaut und das war's. Ich habe die Maps vorher nicht mal gesehen. Und da habe ich den Kirito einfach gesagt, so ja, rein. So. Eins muss ich aber trotzdem der Aria lassen. Die Sorties machen sehr guten Progress. Also das gefällt mir wiederum richtig, richtig geil, wie die Sorties hier verwendet werden. Das ist auf jeden Fall Vorbildfunktion. Und so bitte mehr. Also so würde ich bitte mehr. Das sind die Sorties vom Geier. Ein bisschen schneller hier. Ich glaube, es passiert nicht allzu viel. Keine Steinbrüche wieder mehr. Jetzt auszurücken ist nicht die schlauste Idee. Ausrutsch weg. Nice. Boah, viele Truppen da jetzt kommen. Holy. Was kommt dafür an? Truppenmassen an. Oh nein. Die arme Aria. Aria, überlebe! Tu es mir zuliebe. Aber ich sieht nicht gut aus. Weil die Bogen schon wie weiter sind als die Slinger. Ja, habe ich mir gedacht. Das war nicht der schlauste Zug auszurücken. Oh nein. Das wird ein 2-0. GG. Habt ihr das gerade gesehen? Die war einfach grün. Und dann instant so rot und tot.
feiere ich extrem. Ja, wieder 96. Schlechter performt als gerade eben. Ich glaube, das sagt die Statistik auch ganz klar aus. Allein vom Gold her, Gaia war natürlich stärker. Und ja, 2-0 für den Gaia, absolut verdient. Also da, das waren Welten. Das waren wirklich Welten. Tat mir sehr leid für die Aria, die hatte eigentlich ein ganz cooles Konzept. Aber durch fehlende Außenpatrouillen, also die waren ja praktisch nicht vorhanden, und keine Raids, ist das echt schwierig. Ist wirklich schwierig, bei so wenig Startgold dann etwas Vernünftiges oder sozusagen eine starke Gegenwehr aufzubauen. Und ja, ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Mir war auf jeden Fall sehr schön. Und ich darf jetzt in dieser Runde zwei Kämpfe casten. Ihr seht mich nächsten Samstag schon wieder. Morgen ist, ich weiß es nicht, ich nehme das Video doch sehr weit im Voraus auf. Guckt, ich verlinke es unten, dann pinne ich immer einen Kommentar an. Übrigens, es wird immer unter dem Video ein Kommentar angepinnt, wo das nächste Video dann zu finden ist, falls jemand das nicht weiß, wo die Playlist nicht abonniert. Und ja, wenn ihr Lust habt auf mehr diesen Content, könnt ihr gerne Abo, Like oder sonst was da lassen. Ich freue mich immer auf neue Leute, auf neue Zuschauer und auch gerne auf Feedback. Schreibt gerne rein, was hat euch gut gefallen, was hat euch schlecht gefallen. Dann kann ich mich noch ein bisschen, kann man sich weiterentwickeln, weiter wachsen, verbessern. Und das will ich auch gerne. In diesem Sinne, Daxana ist raus und bis dann. Ciao. Ich hätte fast alles haben können! Wir sind wieder da. Das bedeutet, dass ich meine Anstrengungen verdoppeln werde. Es liegt nicht in meiner Natur, mich kampflos zu ergeben, selbst wenn Hindernisse unüberwindbar scheinen. Ich mache nur, was jeder vernünftige Mensch macht. Ich habe geschworen, mein Volk zu schützen, und ich werde bis zum Letzten kämpfen, um diesen Schwur zu erfüllen. Es ist Zeit, diesen Krieg zu entscheiden. Auf das Ende einer Ära. Ich erkenne, wenn ich geschlagen bin.